Hi und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Klein und Kurvig Video. Wir alle werden uns spätestens jetzt in den kommenden Wochen dran begeben, unseren Kleiderschrank ein bisschen umzusortieren, denn es kommt ja jetzt dann endlich die Sommerzeit, also es wird wärmer draußen und wir brauchen alle was anderes anzuziehen. Die dicken Pullis kommen nach ganz oben im Schrank, aber mir fällt jedes Jahr aufs Neue auf, dass ich sowohl in meiner Wintergarderobe als auch vor allem in meiner Sommergarderobe nicht wirklich eine Struktur zu erkennen habe. Also ich bin eher so der Typ, ich gehe ins Geschäft, ich sehe ein Teil, das mir gefällt und ich nehme es mit und ich denke nicht unbedingt darüber nach, wie das mit den Dingen kombinierbar ist, die ich schon in meinem Schrank habe. Aber im heutigen Video soll es genau darum gehen. Ich habe mich mal hingesetzt und die Sachen aus meinem Kleiderschrank angeschaut, die ich unbedingt behalten möchte und natürlich auch ein paar neue Teile geshoppt und habe versucht, mir eine sogenannte Capsule Wardrobe zu machen, also einen Kleiderschrank für den Sommer mit wenig Teilen, mit denen ich aber ganz, ganz viele Looks kombinieren kann und das natürlich auch noch für einen günstigen Preis. Ich habe heute auch noch einen richtig tollen Tipp für euch, denn sollte euch für die Sommergarderobe noch etwas fehlen, könnt ihr sogar beim Shopping Geld sparen. Und zwar funktioniert das mit sogenannten Cashback-Anbietern. Ich habe einen neuen davon entdeckt und zwar ist das Shoop, bei dem es vor allen Dingen bei meinen Lieblingsshops eine große Anzahl an Cashback-Punkten gibt. Das Prinzip ist super einfach. Ihr könnt euch bei Shoop anmelden. Ich habe sogar eine eigene Landingpage mit allen meinen Lieblingsshops, also wenn ihr da mal gucken möchtet, das ist in der Infobox verlinkt. Ihr meldet euch dort einfach an, dann könnt ihr durchscrollen durch verschiedene Kategorien, zum Beispiel Mode oder Technik oder Reisen. Also es gibt Cashback bei so vielen verschiedenen Möglichkeiten. Und dann könnt ihr eure Lieblingsshops auswählen, könnt ihr auch abspeichern und immer wieder nachschauen, wie viel Prozent ihr denn zurückbekommt. Diese Prozentzahl, die ihr da bekommt, ist eigentlich eine sogenannte Provision. Also Shoop bekommt von dem Händler eine Provision bezahlt dafür, dass sie sie quasi weitervermitteln und ihr werdet daran beteiligt. Das Ganze wird dann auf eurem Cashback-Konto gut geschrieben und nach einer gewissen Zeit könnt ihr euch das ausbezahlen lassen. Bei Shoop funktioniert das Ganze also nicht mit irgendwelchen Punkten, die ihr euch irgendwo gut schreiben lassen müsst und irgendwo verrechnen lasst, sondern das ist bares Geld, das ihr euch wieder auszahlen lassen könnt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das natürlich auch in Gutscheinform von eurem Shop oder so machen oder Bitcoins oder von mir aus auch eine Spende daraus machen. Also das ist alles möglich, aber das System funktioniert super easy. Ich habe in meinem Cashback-Profil bei Shoop ganz, ganz viele Shops aufgelistet und ich gehe einfach immer wieder durch. Es gibt auch ganz tolle Gutscheinaktionen, die euch da vorgeschlagen werden, also irgendwelche Rabattcodes zum Beispiel, dann könnt ihr die auch noch mitverwenden und spart nochmal mehr Geld. Also ihr seht schon, es lohnt sich auf jeden Fall über einen Cashback-Anbieter wie Shoop zu shoppen. Kommen wir aber nun zu den Dingen, die ich für das heutige Video geshoppt habe und ich war tatsächlich sehr überrascht, wie viele Möglichkeiten man hat, wenn man sich einfach ein bisschen hinsetzt und schaut, welche Teile untereinander kombinierbar sind. Ich musste gar nicht viel dazu kaufen, weil ich doch mehr hatte, als ich dachte und was ich da so alles Schönes zusammengestellt habe, das zeige ich euch jetzt. Ein absolutes Must-Have in jedem Sommerkleiderschrank ist auf jeden Fall die Short. Ich persönlich liebe es ja, wenn die ein bisschen locker sitzen, so wie diese hier und vielleicht sogar noch so ein bisschen Paperback-Schnitt haben, also etwas Gerüschtes hier oben, weil ich es einfach sehr, sehr schmeichelhaft finde. Aber da fehlt natürlich noch ein bisschen was dazu. Das wäre jetzt also mein erster Must-Have-Sommerlook. Ich liebe Shorts und ein ganz einfaches Top. Vielleicht noch ein bisschen Spitze drauf, dann ist es ein bisschen elegant. Und einen schönen flachen Schuh dazu. Aber es muss nicht immer ein flacher Schuh sein. Es geht durchaus auch eine hohe Sandale. Darin fühle ich mich auch super wohl. Das ist ein sehr bequemer Schuh. Mit dem kann ich auch den ganzen Tag laufen. Wenn es jetzt noch ein bisschen frischer draußen ist, bleibt auch immer noch die Variante mit Pullover oder einem dünneren Strickpulli, finde ich mega im Sommer. Und natürlich der weiße Sneaker darf bei mir auf gar keinen Fall fehlen. Die Jeans-Short kennt, glaube ich, jeder und ganz viele suchen jedes Jahr nach einer passenden Jeans-Short. Ich finde dieses Modell ja sehr gelungen. Die ist ein bisschen kürzer, als ich das sonst vielleicht tragen würde, aber ich dachte, diesen Sommer probiere ich es einfach mal. Haben wir hier einmal süß und sommerlich mit einem flachen Schuh, einer flachen Sandale, einfach in der neutralen Farbe, dann passt das fast überall dazu. Und ein weißes T-Shirt mit Rüschenärmeln, finde ich persönlich ein bisschen aufregender als ein simples weißes, aber es könnte auch ein basic weißes T-Shirt sein. Das passt fast überall dazu und am besten finde ich eben zu Jeans. Ihr könnt aber auch eine Jeans-Short nochmal ein bisschen elegant und sexy gestalten.
Mit Spitzentop und hohem Schuh. Ich mag den Look auch sehr, sehr gerne. Es ist alles ein bisschen basic. Im Sommer will man nicht zu viel anhaben. Und ich achte einfach darauf, dass die Farben untereinander immer harmonisch sind. Dann kann man fast alles miteinander kombinieren. Ja, auch lange Hosen dürfen bei mir im Sommer nicht fehlen, denn es gibt mit Sicherheit Abende, an denen es ein bisschen frischer wird. Und ich liebe Jeanshosen mit Rips, weil ich finde, die machen es einfach nochmal so ein bisschen leichter. Das Ganze geht für den Abend natürlich dann auch noch so, denn auch ein Strickpullover und eure Lieblingsjeans könnt ihr im Sommer tragen. Vielleicht einfach eine kleine Sandale dazu, wenn es ein bisschen wärmer ist und die Füße ein bisschen Luft brauchen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch noch sportlicher halten. Ne? So ist euch die Radtour zum Biergarten abends auf jeden Fall gesichert, aber es kann natürlich unter Umständen auch vielleicht ein bisschen zu warm sein für einen Pullover. Dann sind diese Tanktops diesen Sommer, denke ich, ein absolutes Must-Have. Die passen zu so gut wie jedem Look. Ich mag sie, sie sind bequem und sie sind auch nicht teuer. Was ist aber etwas, das in einem Sommerkleiderschrank auf gar keinen Fall fehlen darf? Farbe! Maxi-Rock in einem wunderschönen Orange. Ich liebe den Print, ich liebe, wie der fällt und sitzt. Der ist super luftig, hat ein paar Schlitze unten. Ich mag den sehr, sehr gerne mit Sneakers, aber ich muss sagen, das ist nicht unbedingt mein Favorite-Look, Rock und Sneakers. Da bleibe ich dann tatsächlich eher Typ Girly Garden Party. Ich liebe einfach dieses Verspielte, Leichte mit einer hohen Sandale. Das ist total mein Ding. Geht natürlich auch noch ein bisschen anders. Wenn man so mal nicht der Hingucker bei jedem Picknick ist, dann weiß ich es auch nicht. Also das ist definitiv einer meiner liebsten Looks für diesen Sommer. Ein sehr beliebtes Kleidungsstück, ich glaube sogar für jede Jahreszeit, ist der Jumpsuit. Dieses Modell gibt mir voll die griechische Göttinnen-Vibes. Also es ist luftig leicht, schön luftdurchlässig. Das kann man perfekt zu fast allen Möglichkeiten im Sommer tragen. Klar, wenn es ein bisschen wärmer ist, müsst ihr schauen, dass das Material nicht zu dick ist. Aber der hier ist super, super dünn und super leicht. Also auch wenn man zum Beispiel nicht so gerne seine Beine zeigen möchte, finde ich, ist das eine wunderschöne Alternative. Und man kann den natürlich auch wunderbar am Abend tragen. Einfach unseren sommerlichen Strickpulli oben drüber. Und wer es sportlicher mag, kann dann natürlich auch noch die Sneakers an die Füße packen. Also ich finde, so ein Teil sollte in keiner Capsule Wardrobe fehlen. Jetzt haben wir aber noch eine Sache vergessen, denn es gibt ja viele unter uns, die im Sommer gerne Kleider tragen. Und ich habe tatsächlich nicht sehr viele Sommerkleider. Ich sortiere die immer sehr, sehr stark aus und habe meistens nur einen einzigen Favoriten, den ich wirklich versuche, so gut wie möglich zu kombinieren. Und dieses Jahr ist es ein bisschen etwas auffälligeres mit Leoprint. Da ist es, Leokleid mit Farbe. Ich finde den Schnitt toll. Es ist natürlich ein Wickelkleid. Sommerkleid, finde ich persönlich, braucht auch Sommerschuh. So sieht das Ganze, finde ich, schon ein bisschen harmonischer aus. Das ist für mich ein absoluter Hingucker. Ich liebe dieses Kleid, den Schnitt, die Länge, alles daran. Kann natürlich wieder ein bisschen kalt werden, aber ihr kennt ja schon den Trick. Abends, wenn die Füße wehtun, dann einfach die flache Sandale und unseren heiß begehrten Strickpulli drauf und dann habt ihr auch für abends eine schöne Kleidkombi. Wow, das waren eine Menge Sommerlooks, aber ich bin richtig happy damit, dass ich einfach ein bisschen Struktur da reingebracht habe und mir vorab überlegt habe, welche Teile zusammenpassen, auch ein bisschen danach eingekauft habe, dass die Teile untereinander kombinierbar sind, weil sind wir mal ehrlich, ich habe nicht unbedingt Lust drauf, im Sommer, wenn es draußen 35 Grad hat, vor meinem Schrank zu stehen und mir auch noch zu überlegen, welches Teil passt jetzt wo dazu und was könnte ich heute anziehen, sondern ich bin dann einfach froh, wenn die Farben, wenn es Pastelltöne sind, Cremefarben sind. Wenn das alles irgendwie zusammenpasst, dann hat man jeden Tag was Schönes anzuziehen. Man hat ja auch eigentlich meistens eine Lieblingsfarbe oder einen Lieblingsstil, in den die Richtung gehen soll. Und dann finde ich, ist das vollkommen in Ordnung, wenn alles irgendwie zusammenpasst und untereinander kombinierbar ist. Klar gibt es dann immer noch Lieblingsoutfits, die man wahrscheinlich öfter tragen wird als die anderen. Aber ich finde es eine super Möglichkeit, einfach mit wenig Teilen und vor allem wenig Geld wirklich viel aus dem Kleiderschrank rauszuholen.
Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat und vor allem ein bisschen dazu animiert hat, mal in eurem Kleiderschrank stöbern zu gehen, zu schauen, welche Teile wirklich eine gute Ergänzung wären. Beim Shoppen dran denken, Schub zu verwenden. Also geht gerne auf die Seite, erstellt euch ein Cashback-Konto, dann spart ihr beim Shopping auch noch ein bisschen Geld. Wie ich schon gesagt habe, meine allerliebsten Shops findet ihr dort drin auch. Dann könnt ihr mal gucken, wo ich immer so einkaufen gehe. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video noch ein Däumchen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat. Kanal abonnieren nicht vergessen. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, das ist kostenlos, dann seid ihr ein Teil von unserer wundervollen Community. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns allerspätestens beim nächsten Video wieder. Tschüss!